eine nicht mehr du schöne Seele. Die schlechten Träume sind vorbei. Das Vergangene, das Kommende, sie sind ja beide gar nicht hier. Nur diese Wimpernschläge im Jetzt von dir und mir. Schenk dir und mir dein allerschönstes Lächeln. Dann lass uns feiern, dass wir uns begegnet sind. Auf dieser schrägen, wundervollen inneren Reise von Kindern zu Narren, zurück zum Kind. Du bist wunderschön, auch wenn du's nicht immer glauben magst. Du gehst mir atemberaubend golden wie die Sonne auf an diesem Tag. Du bist schön wie die Blumen, wie die Flüsse und das Sternenlicht. Ein Schmetterling, ein Sommerregen, ein funkelnder Diamant. Stell dich dem Regen entgegen, lass die eisernen Strahlen dich durchdringen. Gleite in dem Wasser, das dich fortschwemmen will. Aber bleibe doch, erwarte so aufrecht die plötzlich und endlos einströmende Sonne. Fast beschreiben diese Worte, die Franz Kafka 1914 in sein Tagebuch schrieb, die Essenz des Ansatzes, den der Hamburger Therapeut Mike Hellwig entwickelt und die radikale Erlaubnis genannt hat. Eine Heilung unseres tiefsten Lebensschmerzes ist demnach nur möglich, wenn wir den Mut aufbringen, uns den Tiefen des eigenen Seins zu stellen. Ist das dann nicht auch wieder Teil dessen, was du vorhin gesagt hast oder worüber wir gesprochen haben? Dieses, dass eigentlich dieses ganze Gesellschaftskonstrukt ist eigentlich traumatisierend, oder? Weil genau diese Sachen, das Böse, Angst, Wut, Sexualität, ganz wichtiger Punkt, das darf ja gar nicht, alles gar nicht am Licht sein, weil es sich halt nicht einpasst in das, was unser vermeintlich gelingendes Zusammenleben prägt. Es wird nicht damit in Kontakt gegangen. Ja. Man spürt, also es geht nicht darum, sich willenlos auszuleben. Das wäre eine Verkennung der Sache. Es geht damit, in sich in Kontakt zu sein. Ich verstehe, was du meinst, auch was du vorhin gesagt hast, dass es kein Monster dabei rauskommt, sondern etwas, was Schönes. Ja, was Spaßhaftes, Kindliches, Lebendiges. Also auch wenn man hier mal denkt, was im spirituellen Bereich häufig so ist, dass man so als Erleuchteter in Erscheinung tritt. Man ist zwar noch nicht ganz, aber man tut so. Ja. Man hat immer diese Ruhe und dabei macht man ständig Missbrauch, dass man alle Energie runterhält. Und immer guckt, ich muss erleuchtet sein, ich muss ruhig und gelassen sein, darum geht es. Und seine Wut gar nicht adressiert, geschweige denn ausdrücken kann. Und das ist super aggressiv. Das heißt, wenn du dann mit deinem Gefühl wirklich in Kontakt wärst, würdest du sofort sauer werden, wenn so ein Typ so kommt. Mit diesem, dann würdest du sagen, du pass auf, das geht mir auf den Nerv. Ich finde, das ist nicht echt. Und ich merke, wie sich das hier zusammenkrampft. Dann würde der sagen, du bist nicht gelassen. Du bist nicht so weit. Also bei meiner Arbeit, glaube ich, überhaupt, wenn man älter wird und mit sich in Kontakt geht, kommt nicht der Erleuchtete raus, der nichts mehr mit irgendwas zu tun hat, sondern der verwundbare Mensch, der seine Wunde offen kommunizieren kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das, was du vorhin auch gesagt hast, was dir bei diesem Seminar passiert ist, dass du plötzlich das Liebe aktiv geworden ist, weil du dein Herz gezeigt hast, oder? Ja, ja, stimmt. Das war der große, dann geht, also es ist energetisch, der Raum geht so derartig auf und dann ist diese Liebe, in Anführungsstrichen, es ist eine Art von Energie, der man nicht widerstehen kann. Und das ist immer, wenn ein Mensch sein Herz öffnet, und das fließen lässt, dann ist das im Raum, dann vergehen auch allen anderen, wird es sofort klar, was für ein Blödsinn das ist, irgendwas in sich abzuwehren. Ist sie aber nicht im Raum, dann gibt es diese ganzen monströsen Kämpfe und Konstruktionen und so, aber man kann sie sich eben nicht verorten. Man muss durch den Konflikt durchgehen und dann entsteht sie, aber man kann sie sich nicht vorverordnen. Und wenn man sie dann spürt, ist es doch so, als wäre alles, was man vorher versucht hat,
komplettes Konzept und ja. im Grunde Zeitverschwendung gewesen, was es natürlich nicht ist. Nee, genau, ich hatte es vorbereitet. Aber im Grunde, ja. in dem Moment, ach, das ist es. Oh, ja. was habe ich die ganze Zeit getan? Gott. Ja, und man findet auch nicht wirklich Sprache dafür, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber... Es ist was Magisches irgendwie. Also es ist plötzlich etwas im Raum, wo du merkst, angesichts dessen ist kein Widerstand notwendig. Mhm. Aber was dir davon ausgeht, ist natürlich das Gefühl, so brüchig und verwundbar zu sein. Also dieses Gefühl, was man als Kind hatte, mhm. als man nichts hatte. Mhm. So was ja, brüchig, Fragiles mhm. ist. Und wenn man das wieder spürt und im Raum das anwesend ist, öffnet das sofort die Herzen. Obwohl es gibt auch Leute, die es schaffen, sich dieser energetischen Erfahrung zu verwehren und wieder ihr Ding daraus zu machen. Mhm. Und das, wenn so jemand im Raum wäre, der dann sagt wieder, Mimin, ich verstehe das nicht, ich habe da noch mal eine Frage, dann würdest du in deinem Bauch spüren, boah, was krass. Ja. Nee, ist eine Frage, ich möchte das jetzt geklärt haben. Wie ein Staubsauger, der plötzlich ja. so angesetzt wird. Oder? Eine Gewalt, dass, wenn du energetisch bewusst bist, dass alles wegblättert. Und da, um darauf zurückzukommen, würde ich in meinem Seminar natürlich dann sofort das bewusst machen, dass das nicht geht. Oder, das, oder was das bedeutet, energetisch so etwas zu tun. Ja. In der Regel ist es natürlich ein Spiel, von jemandem Aufmerksamkeit zu kriegen, der so gewalttätig ist, dass es ihm egal ist, was bei anderen ist. Diese Brüchigkeit, von der du gerade gesprochen hast, und die auch bei dir zu spüren ist, finde ich. Ich mag nicht jedem so gehen, aber mir geht es so. Ich spüre deine Brüche. Ja. Ist es so, dass dich dieser Weg und dieses Plateau oder dieser Zwischenstand, auf dem du jetzt bist... Finde ich ganz gut. Zwischenstand. Mehr kann man nicht haben, oder? Zwischenstand, ja. Ja. Finde ich gut. Ist das... Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, ich erlaube mir das alles, ich erlaube mir, dass diese Teile alle sein dürfen, dass die Schutzfunktionen auch sein dürfen, dass das alles kommen darf, so wie es kommt. Und ich erlaube das, was nach dem Nadelöhr kommt. Ich erlaube diese Liebe, diese Energie. Hat dich das, würdest du sagen, das hat dich viel gekostet? Ist der Schmerz der Preis? Braucht man Not, wie du, wie ich, wie viele andere, um dahin zu gehen? Also das ist eine gute Frage. Ich habe ja einen Sohn, der ist jetzt ja, wird 15. Und ich habe alles getan, dass er diesen Schmerz nicht fühlen muss. Mhm. Und ihn in allem unterstützt und immer offen mit ihm kommuniziert. Und du hast da eine kreative, intelligente, verwundbare Persönlichkeit vor dir, die aber nicht traumatisiert ist und sie das offensichtlich nicht benötigt. Aber als mein Sohn geboren war, da war ich noch ziemlich unbewusst, was gewisse Sachen anbetraf und wollte auch nie ein Kind haben. Aber ich bin in meiner Kindheit so schwer traumatisiert worden und im Familiensystem meiner Eltern sind so viele Nazi-Verbrechen, dass ich in zig Aufstellungen, die ich gemacht habe, die Leute alle umgefallen sind und so. Und ich habe aber gespürt, dass das, was auf mich einwirkt, so toxisch ist. Gleichzeitig, als mein Sohn geboren war, wusste ich, dass dieses unschuldige Wesen nicht davon getroffen werden darf. Und habe alles getan, um das zu verhindern. Und mich allen möglichen Sachen gestellt, damit er das nicht abkriegt. Und mir scheint, dass es einigermaßen gelungen. Und ich wünsche ihm nur ein anderes Leben, als ich das gehabt habe, der aus so einer Finsternis sich hervorarbeiten muss und jahrzehntelang leidet. Und das glaube ich nicht, dass der das hat. Aber in meiner Generation, bei dem, was er auf mich eingewirkt hat, ja, gibt es keine Chance. Für mich hätte es keine Chance gegeben. Ich habe es auch versucht. Ich wollte am Anfang Pilot werden. Und es war tragisch, als ob nichts gehen kann. Ne? Da bin ich zur Bundeswehr gegangen und dann wird das Schicksal so brutal. Ich weiß, dass ich damals in eine Stube gekommen bin mit lauter Verbrechern. Die hatten keine Zähne mehr wegen der Schlägereien und waren alle schon im Knast gewesen.
Und mit den Leuten war ich auf einer Stube. 8 Leute. Ich, der Einzige, der Abitur hat, und 7 Schläger. Und das war natürlich nicht machbar. Und diese ganze Bundeswehr-Sache ist so tragisch, als ob das ganze Leben, das geht nicht, das kannst du mit dir nicht machen. Und dann habe ich da verweigert, bin nach 3 Verhandlungen da rausgekommen. Damit war die Pilotenkarriere erledigt. Ja. Und so war es auch in meinem Leben immer, wenn ich funktionieren wollte. Wenn ich mir dachte, ich spiele bei Macht und Erfolg mit, ging nie. Nein, der Versuch war immer tragisch und ich wusste, ich habe etwas anderes hervorzubringen. Ja. Und kann mit dem, was ich abgekriegt habe, nicht hier den großen Larry machen. Das läuft nicht. Und erst als ich wusste, okay, ich muss mich dem stellen, was in mir ist. Ich habe irgendwie so ein eigenes Schicksal. Und das muss ich hervorarbeiten, sind diese Sachen entstanden. Und, aber ich habe nie konzipiert, dass ich jetzt heute hier sitze, Bücher schreibe und Seminare gebe. Diese merkwürdige Lebenskonstellation. Ja. Aber ich kann sagen, dass das Verlassen, dieses Trauma, das Trauma, das ich als Kind erlebt habe, mein ganzes Leben bestimmt hat, aber in einer gewissen Form erlöst, weil das mein Hauptthema ist, mit dem ich arbeite und mit dem ich in diese Tiefe gehen kann. Und das ist auch eine Stärke, die daraus dann auf der Reise erwächst, oder? Ja, absolut. Also meine Stärke ist die, dass ich gelernt habe, anstatt früher meine Verwundbarkeit zu kompensieren, und zu unterdrücken, heute völlig offensiv nutze. Mhm. Also das kann ich inzwischen. Mhm. Ich kann meine Verletzung in Echtzeit kommunizieren. Aber es braucht immer auch Mut, oder? Du hast mir erzählt, dass du kürzlich so ein Angebot hattest vom Privatfernsehen, so als Experte da zu fungieren. Und du hast dann auch dieses Bauchgefühl gehabt und hast gesagt, das ist alles richtig. Das ist ja ich habe aber versucht, es zu übergehen. Also, weil ich einen Teil hatte, der maßlos nach Anerkennung lechzt, wie ich glaube, dass jeder, der traumatisiert ist, sowas hat, sich im seltensten Fall das erlaubt. Und das führte da rein, dass ich auf den Trip kam, dass noch der ganz große Star, ist doch noch alles gut wird, ne? Und dass ich im Fernsehen auftauche als Top-Moderator. Ja. Das ist natürlich aus dem Abstand Blödsinn. Habe ich aber da, irgendwie bin ich da reingekommen. Das Angebot kam, das Casting kam und ich dachte so, ja. Und bla bla bla. Und dann, das muss man aber sagen, ging es relativ schnell. Also es hat 1-2 Tage gedauert, dass mir dämmerte, auf was für ein Trip ich da bin. Auch als ich das Casting machte, so, wie mir vorgeschrieben wurde, wie ich antworten soll, nicht so langsam. Und da muss was passieren. Und diese ganzen Fassadengesichter, die da so Druck machen, wo das gar nicht mehr um Qualität geht. Und ich merkte, ich bin total ausverkauft. Ne? Und dann hast du die automatisch, natürlich, ohne dich da reinzubegeben, die Kraft gefunden, Nein zu sagen. Ja, und relativ schnell. Bevor du reingeraten bist, wirklich reingeraten bist. Ja, und das wäre grausam gewesen, ne? Wenn ich da reingeraten wäre. Ich bin dann auch so, ich hätte den Vertrag rückgängig machen müssen und prozessieren müssen und sonst was. Und dass ich inzwischen bin ich ein bisschen schneller als früher. Ja. Früher hat das vielleicht Wochen und Monate gedauert. Ja. Aber heute geht das schneller. Ja. Aber solche Teile gibt es immer noch, ne? Die so auf Trips kommen. Ja. Das ist, ich finde das so interessant, weil wenn wir sagen, am Ende dieses Nadelöhrs ist immer so ein, ist ein unbeschreiblicher Ort, Zustand, wäre mir schon wieder fast zu technisch. So ein Ort, an dem Liebe ist. Es ist ja so tricky, finde ich, weil eigentlich, es kommt an mir vor wie Selbstliebe, zum Beispiel zu sagen, ich werde jetzt nochmal ein richtiger Star beim Fernsehen. Das finde ich gerade richtig super, weil dann kann ich mich lieben und alle anderen lieben mich auch und so. Das ist eine falsche Fährte, oder? Und gleichzeitig muss man dann die Liebe wieder so geschehen lassen, um die Wahrheit zu finden. Also Liebe entsteht zum Beispiel hier dabei, hinterher gibt es einen inneren Kritiker, der gesagt hat, wie kann man so blöd sein wie du, sowas ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Das ist noch nicht Aussöhnung. Und als ich dann ein bisschen damit gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass es einen Teil in mir gibt, der möchte, dass es nur um ihn geht. Nur um ihn. Der möchte im Mittelpunkt stehen und alles einmal alles bekommen und von der Welt gewollt sein. Mhm. Und als ich das merkte, wusste ich, oh, okay, angesichts meiner Kindheit, es ist echt kein Wunder, dass ich so einen Teil habe, der das so gern möchte. Mhm. Und dann merkst du vielleicht gerade, gibt es eine Aussöhnung, ne? Da merkt man, oh, okay, kein Wunder, dass ich so
darauf gegangen bin. Ja. Und diesen Teil, diesen Jungen, der das so gern gehabt hätte, der diese Sehnsucht hat, in sich zu erlauben, dann merkt man, ist man plötzlich jenseits dieses Konflikts und merkt, ach so, ja, natürlich. Das ist tatsächlich in mir. Kein Wunder, dass der die hat. Und dann muss das nicht mehr erfüllt werden. Sondern dann merkt man, ah, natürlich. Es befreit von dem Druck, dass da von außen jetzt noch was rückgängig gemacht werden muss. Und ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dieses die eigene Tragik. Und das ist einfach eine Tragik, die uns ja, die vielen von uns auch widerfahren ist und jeden Tag widerfährt. Diese Tragik zuzulassen, ihr zu begegnen, auch darüber zu weinen, vielleicht chronisch darüber zu weinen, ohne es noch verändern zu müssen, das macht eine Freiheit, die nicht auf ein Happy End im klassischen Sinne rausläuft, oder? Ja, also. Aber auch nicht daran zu versinken. Ja. Also ich habe immer einen Teil, der leidet. Ja. Fast. Ja. Und what's the problem? Ja. Ich habe auch andere Teile. Ja. Und das ist ein Konzert. Ja. Aber ich habe immer ein Problem, wenn ich den Teil, der leidet und der sich gegen das Leben empört, wegleugne. Mhm. Dann kriege ich Probleme. Ja. Ansonsten ist das dann so ein Gemisch von verschiedenen Dingen. Aber es ist alles nicht, es ist Zugriffs, man kann darauf zugreifen. Mhm. Und ich bin auch depressiv manchmal. Mhm. Und dann richtig. Mhm. Dann geht nichts. Dann lege ich mich ins Bett, weiß das, aha, ja, das gibt's in mir. Ja. Dann kann ich nichts machen und liege im Bett und vegetiere. Ja. Und irgendwann hat es sich verändert. Aber dann spiele ich auch den Depressiven extra. Dann bin ich bin so übel, ich kann nicht mehr, ich bin nichts. Mhm. Ich wusste es schon immer. Ja. Und eine Weile in Kontakt mit dieser Energie führt dazu, dass sie sich verändert. Mhm. Und dann kann ich wieder aufstehen und sagen, ja, jetzt geht's weiter. Mhm. Aber sowas, es wird immer schwierig, wenn man sowas nicht in sich haben will. Man hat in sich alles. Wirklich alles. Und dass das nicht leben darf oder dass man das sich festschreibt, das macht die Probleme. Ja. Dass man nicht mit diesem Dunklen auch in Kontakt ist. Ne? Ja. Bist du an einen Punkt gekommen, wo du diesen kleinen Mike, das innere Kind in dir von Herzen lieben und akzeptieren kannst? Mhm. Ja. Muss ich aber echt sagen, das ist bombastisch passiert, als mein Sohn geboren wurde. Der hat bei mir das Herz total aufgemacht. Ne? Mhm. Das war krass. Und es war eine Begegnung mit bedingungsloser Liebe, die mich überschwemmte und auch beängstigt hat, dass ich so verwundbar bin. Mhm. Und das hat sich damals in der Zeit, als ich Familienstellen machte und Panikattacken bekam und das ganze Ding nicht hinhaute, da habe ich irgendwann einsam in der Zeit damals in meinem Zimmer gesessen und immer versucht, meine Familienkonstellation anhand von Zetteln so hinzubiegen, dass diese verfluchte Panik aufhört. Und da gab es so einen merkwürdigen Moment, wo das alles nichts brachte und ich hatte diesen Zettel für mich stehen. Und dahinter war ein Bild von meinem Sohn. Und dann, wie das man ist, wenn man mit Zetteln arbeitet, man guckt dann hoch, um sich die Person vorzustellen. Und ich sehe jetzt das Bild meines Sohnes. Und plötzlich geht die gesamte bedingungslose Liebe, die meinem Sohn gilt, auf mich als Kind. Und in dem Moment denke ich, wenn das mein Sohn wäre, der das erlebt hätte. Und in dem Moment riss das Ding auf. Und es war schlagartig, die Panik weg. Schlagartig. Die ganze Panik, die ich vorher hatte, die ich nicht wegbekam, wo ich mit Hellinger gearbeitet habe, ging nicht weg. Mhm. Ging in dem Moment weg, wo ich mich diesem Kind mit dieser Liebe zugewendet habe. Und das war der totale Break. Das heißt, da habe ich das Familienstellen sofort aufgegeben und habe die Arbeit mit dem inneren Kind begonnen und wusste, das ist mein Ding, diesen Jungen dort, der dieses Schlimme, was ich erfahren habe, erfahren hat, den muss ich abholen. Das ist das Kostbarste in mir. Den hole ich ab und den liebe ich. Und auf den bin ich ausgerichtet. Und das ist das Herzstück meiner gesamten Arbeit. Und dann habe ich eben angefangen zu sagen, okay,
alles in mir ist so ein Kind. Mhm. Und alles in mir wird mit bedingungsloser Liebe erstmal wahrgenommen. Ja. Und das war radikal erlaubend. Und das habe ich dann so generalisiert, dass ich dachte, alles, was in einem ist, ist so ein Kind. Bumm, das ist es. Und das hat bei mir dann den Flash gegeben, ne? Dass ich wusste, jetzt weiß ich, was Sache ist. Ja, klingt total wunderbar. Ja, das ist mit mir geschehen, ne? Ich finde, das war für mich eine unheimlich interessante Stelle beim Lesen deiner Sachen, weil ich habe dann an Erich Fromm gedacht, der ja mal in die Kunst des Liebens so schön dargelegt hat, warum Eltern eigentlich so Gottesfiguren sind. Also auch, wo sich die so eine Patriarchenliebe und Struktur im Vater, in der Vaterliebe zeigt und so eher diese Bedingungslosigkeit der Mutter im besseren Falle für eine bestimmte Zeit. Dieses, was du auch mit deinem Sohn beschreibst, also sowas, dass man sagt, so, das flasht mich jetzt so, ich bin jetzt so für diesen Menschen da. Was sich später ja auch vom Ego dann wieder abgelöst wird und später kommen dann die Erwartungen der Eltern und so weiter und so weiter. Aber ist das so ein Schlüssel auch, dass da so Eltern halt so Gottfiguren sind und man deshalb quasi durch die Enttäuschung, die Eltern einem ja zufügen müssen, selbst wenn sie jetzt nicht gemein sind oder nicht man in Gewalt, in offener Gewalt aufwächst, ist das Problem, dass Eltern uns immer als Gottfiguren enttäuschen und wir so auch so eine tiefe Gottes- und Lebensenttäuschung mit uns rumtragen? Also, es geht eigentlich darum, die Erfahrung der Trennung, ein Einzelwesen zu sein, ist unvermeidbar. Und das erzeugt einen Schock, einen Schmerz, den man nicht umgehen kann. Wenn man ihn umgehen will, wenn man den Schmerz der Trennung nicht durchwandern will, brauchst du jemand, mit dem du verschmelzen kannst, mit dem die Verbindung dich vor der Erfahrung des Schmerzes schützt. Meist macht man das so, dass man von den Eltern nicht loslässt und immer doch noch bekommen will, was damals gefehlt hat, nämlich, dass deine Eltern da sitzen und sagen, ja, ich bin nur interessiert an dich und dich völlig annehmen. Mhm. Diese Erfahrung ist damals nicht passiert, passiert auch dann 30 Jahre später nicht und die wird nie passieren. Und dann kann man daran festhalten und dann spielt man in der Tat dieses Kind wieder bei seinen Eltern und will immer noch was bekommen. Mike, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Ich habe es sehr genossen und ich wünsche dir Glück und Liebe und Erfolge, die im Innen passieren und im Außen natürlich auch. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Das berührt mich, was du sagst. Das merke ich. Das tut echt gut. Und ich bedanke mich auch bei dir für diese Offenheit und diese Anerkennung auch oder das, was ich empfange von dir. Das tut gut. Mir auch. Vielen Dank.